Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist Mr. Jason und willkommen zurück zur Chronik von Marla Mondschatten. Wir treffen Marla genau dort wieder, wo wir sie beim letzten Mal verlassen haben. Der Meister des Friedens ist untergetaucht und die Gefährten haben sich verabredet, sich in dem Bergarbeiterdorf Wohlstand wieder zu treffen. Als Marla in Wohlstand ankommt, ist das Dorf in höchster Not. Die allgegenwärtigen Ranken haben das Dorf fest im Griff. Darüber hinaus sind auch noch Pflanzenkreaturen im Dorf aufgetaucht. Marla nimmt den Kampf sofort auf. Die Pflanzenkreaturen bringen Marla an den Rand ihrer Fähigkeiten. Nur der Schleier rettet sie im Kampf gegen die große Ranke. Nur knapp gelingt es ihr, den Sieg über die Pflanzenkreaturen davonzutragen. Das Dorf ist erstmal wieder sicher. Der Angriff der Ranken hat aber Opfer gefordert. Wohlstand wird nie mehr ein friedliches Bergarbeiterdorf sein. Marla und Ivia sehen nach den Dorfbewohnern. Ja. Sie beginnen bei dem örtlichen Händler und fragen auch gleich nach dem Saboteur Erin. Wo ist das Fleisch? Zu ihrer Überraschung kennt der Händler Erin nicht, aber berichtet von einer weiblichen Silvari. Das kann nur Scarlett gewesen sein. Die anderen Dorfbewohner erinnern sich ebenfalls an die Silvari. Sie berichten von einem Raum, in dem sie sich eingemietet hat und dass niemand sich mit ihr angelegt hätte. Das erfordert natürlich eine genauere Untersuchung und so treffen sich die Gefährten an besagtem Raum. Schön bei mir bleiben, Timmy. Marla übernimmt den gefährlichen Job, die Tür aufzubrechen. Wer weiß, mit welchen Sicherheitsvorkehrungen Scarlett die Tür gesichert hat. Und wie man sehen konnte, war die Tür mit einer Bombe gesichert. Jetzt gehen erstmal die Gefährten hinein und sichern den Raum. Entwarnung! Timmy ist schon ganz aufgeregt, den Raum zu untersuchen. Und was ist? Ist das tatsächlich Scarlets Raum? Was? Oh! Timmy ist aufgrund ihres Interesses an Scarlett aus Ratasum gekommen. Dieses Geheimzimmer ist wie ein Schlaraffenland für sie. Schade, komm, Wache halten! Die Asura ist schon recht ungeduldig. Los, Braham, komm schon! Wie man sehen kann, ist Timmy nicht ohne Grund an ihren Golem gebunden. Die Asura leidet unter einer Krankheit, die ihr das Gehen schwer macht. Das bremst Taimi aber kaum in ihrem Enthusiasmus. Sieht aus, als hätten die Leute aus dem Dorf recht. Scarlett war hier. Hier drin liegt dicker Staub. Und diese Pflanzen sind fast tot. Sie ist eindeutig schon lange nicht mehr hier gewesen. Seht, seht, seht! Das ist ein historischer Fund! Nur die Ruhe, euch brennt gleich irgendwas durch. Sie ist ewig nicht hier gewesen. Das, oh, und das, großer Glark! Sagt man nicht. Tut mir leid. Wusste nicht, dass ihr Ertin spricht. Was ist was das dagegen, hier? Wenn wir ein paar von den Kisten aufbrechen? Einmal drauf mit dem Streitkolben und... Nein, nein! Nein, Vorsicht! Ihr könntet etwas extrem Wertvolles zerstören. Sicher sollten wir jemandem von dem Fund berichten. Alan Keel vielleicht? Nein, nein! Seid ihr irre? Das dürft ihr keinem sagen, sonst kommen sie und nehmen alles mit. Ich brauche Zeit. Wozu braucht ihr Zeit? Ihr müsst nicht in diesem alten Schrott herumwühlen. Das ist kein Schrott. Scarlett ist tot. Weckt keine schlafenden Drachen. Ich habe hier drüben was Interessantes gefunden. Schaut doch mal. Rox wiederum hat eher Interesse an den Pflanzen in den Töpfen. Wenigstens wissen wir jetzt, woher sie die Anregung für diese komische Frisur hat. Kaschmir hat ein Buch von Ogden Steinheiler gefunden, Die Natur der Drachen. Daraus geht hervor, dass das Erwachen der Drachen zyklisch passiert. Das letzte Erwachen der Altdrachen muss vor rund 10.000 Jahren gewesen sein. Ogden Steinheiler haben wir bereits in Ara kennengelernt. Das Buch ist ein Standardwerk über die Altdrachen und es zeigt, dass Scarlett sich schon früh mit der Magie der Drachen auseinandergesetzt hat. Sie muss jung gewesen sein, als sie hier war. Anscheinend war sie noch Schülerin. Ich komme später zu einem eindeutigeren Fazit. Aber meine erste Einschätzung ist, dass wir tatsächlich auf Spuren ihrer früheren Jahre gestoßen sind. Marjorie fällt dann auch etwas auf. Seht mal. Was glaubt ihr, wann war Scarlett das letzte Mal hier? Anscheinend hat sie damals schon Leylinien studiert. Überrascht mich nicht. Sie war ihren Kollegen voraus. Wir Asura studieren sie schon seit Jahrzehnten. Aber ihr wusstet nicht viel darüber. Sie sind schwer fassbar. Ist das etwa, wofür ich es halte? Sieht aus wie Leylinien. Was meint ihr? Wie Leylinien sieht das Bild nicht aus. Es sieht aus wie eine Maschine mit vielen beweglichen Teilen und dem blassen Baum direkt im Zentrum.
Der Baum wirkt, als würde er hier Tyria repräsentieren. Eine Weltsicht, die Maler durchaus nachvollziehen kann. Aber Scarlett hat auch Zeichnungen des blassen Baums gemacht, wie er von Ranken umschlungen ist. Meint ihr, sie war damals schon böse? Man hat sie verkannt. Sie muss immer böse gewesen sein. Böse wird man doch nicht über Nacht. Und die Gebrandmarkten? Die schon. Die wurden verdorben. Guter Punkt. Vielleicht finden wir hier noch etwas, was einen Hinweis darauf gibt. Hey, Vorsicht mit dem Schweif! Es dauert auch nicht lang, bis Timmy vollkommen in den Fangirl-Modus wechselt. Oh, 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 ein Dampfminotaurus! Aua, muss das sein? Zimmerlautstärke bitte, Timmy. Timmy, ihr crasht wie eine Harpier. Ja, aber habt ihr es gesehen? Habe ich. Ihr schaut ja nicht mal hin! Hier hat Timmy anscheinend einen Prototypen der Dampfwesen gefunden. Maler versteht nichts von Timmys Erzählung, aber anscheinend hatte dieses Exemplar noch Schwachstellen. Dann findet Rox auch etwas Interessantes. Rox hat ein weiteres von Scarletts Forschungstagebüchern gefunden. Scarletts Hühnergekrakel wird keiner je entziffern können. Das ist natürlich insbesondere für Timmy interessant. Was soll überhaupt der ganze Asura-Tüdelkram? Das Symbolzeugs macht mich ganz nervös. Das sind alchemagische Symbole. Ich weiß auch nicht genau, was sie bedeuten, aber das kriege ich raus. Mit etwas Zeit. Was Maler dem Tagebuch entnehmen kann, zeichnet Scarlett nicht als Verrückte. Stattdessen war sie eine Forscherin, die die Zukunft gestalten wollte. Sie erwähnt aber auch noch etwas von anderen Aufzeichnungen. Den Kämpfern hier wird es jetzt aber zu langweilig. Zeit? Zeit, dass wir gehen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ihr vielleicht, aber ich nicht. Das ist der größte Tag meines Lebens. Seht nur, Scarletts ganze Ausrüstung. Ich stimme Braham zu. War ja klar. Hört mal, geht ihr ruhig, aber ich bleibe hier. Ich muss das alles dokumentieren. Damit schreibe ich eine Dissertation, die mich berühmt macht. Ich weiß nicht. Sie kommt schon klar. Sie ist in einem Dorf. Sie hat ihren Golem. Wird wohl in Ordnung gehen. Wir holen euch später ab, Quietschmaus. Wenn es Ärger gibt, geht zu den Sepharriten. Den kann man trauen. Mache ich. Macht euch keine Sorgen und lasst mich arbeiten. Nichts wie raus hier, Braham. Mir ist das hier zu staubig und zu schön vorsichtig sein. Ich komm später wieder. Braham und Rox sind nicht die einzigen, denen es zu viel wird. Ich bin bereit. Gehen wir. Timmy, mach keinen Unsinn. Wir kommen bald wieder. Timmy wiederum scheint fest entschlossen, ihre Forschung hier fortzusetzen. Sie meint, es wäre ihr Schicksal, die Forschung Scarletts zu verstehen. Timmy berichtet, dass anscheinend eine Bergarbeiterin namens Tosca einen unterirdischen Fluss hier gefunden hat. So richtet sie sich auf einen längeren Aufenthalt ein. Schradl, ich brauche meine Sachen. Timmy macht sich offensichtlich keine Gedanken um Gefahren. Sie verspürt nur Begeisterung. Oh, 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 guck mal! Und anscheinend hat sie auch eins der Aufnahmegeräte gefunden, die Scarlett erwähnt hat. Die Asura schafft es auch, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Und wir hören jetzt Yara, bevor sie zu Scarlett wurde. Holomagie ist erstaunlich. Ich nutze sie zur Aufzeichnung meines Lebens, meiner Fehlschläge und meiner Erfolge. Gelehrte der Zukunft werden sie studieren. Seid ihr da draußen, Gelehrte? Ich bin hier, Scarlett. Ich bin hier. Die gesamte Aufzeichnung erklärt vieles über Scarlett, aber ist doch recht lang. Euer werter Erzähler springt hier zum entscheidenden Punkt und setzt die gesamte Aufzeichnung ans Ende. Omad ist auch der Meinung, dass ich bereit bin für den Apparat, der meinen Geist öffnen soll. Morgen ist der große Tag. Ich habe alles gesehen. Ich habe die ewige Alchemie gesehen. Schradl, Log-Eintrag. Ich habe meinen Mentor Omad getötet. Ich bin niemandes Laborratte. Der Leninenknoten existiert tatsächlich. Ich habe ihn gefunden und bereite mich auf sein Studium vor. Ich habe mir mit einem Teil von Omads Gold einen Raum in Wohlstand geleistet. Ja, ja, ich verstehe. Dann bleibt noch diese Tosca zu befragen. Tosca befindet sich in der nahegelegenen Mine. Sie berichtet davon, dass sie beim Graben auf ein starkes Leuchten gestoßen sind. Scarlett war daran sehr interessiert, aber Tosca und ihre Kumpel haben sich davon ferngehalten. Die Silvari hat anschließend alle Zugänge dahin zum Einsturz gebracht. Halten.
Seht mal, wie hübsch. In diesem Moment erschüttert ein Erdbeben die Gegend. Alle eilen zurück zu Scarlets Raum, um nach Taimi zu sehen. Taimi? Taimi, seid ihr hier? Taimi? Ich bin da. Alles gut. Schadel hat mich beschützt. Geht's euch gut? Ja, uns geht's auch gut. Alles fing an zu wackeln. Ich hatte kaum Zeit, in Schadel zu steigen. Ist sie in Ordnung, Braham? Ja, es geht ihr gut. Sie hat sich im Golem versteckt. Nicht versteckt. Ich habe wichtige Daten gesammelt. Ja. Braham und Rock sind nicht die einzigen, die um Taimi besorgt sind. Habt ihr gesagt, Taimi geht's gut? Mir geht's gut. Manu, was ist los? Marjorie kommentiert, dass sie das Gefühl hat, ihr würde die Welt unter den Füßen weggezogen. Man muss sich wohl damit abfinden, dass ein neuer Drache erwacht ist. Mordremos? Gibt dem Ganzen eine völlig neue, entsetzliche Dimension, nicht wahr? Götter, wir brauchen einen Plan. Was sollen wir nur tun? Kashmir fragt sich, wie es jetzt weitergehen soll, und Mala stellt fest, dass sie Scarlets Pfad folgen müssen. Die Adlige aus Götterfels leidet unter einem Schluck auf, immer wenn sie nervös wird. Taimi stimmt auch der Vermutung zu, dass Mordremoth für die Geschehnisse verantwortlich ist. Besonders besorgniserregend ist, dass Erin davon gefaselt hat, dass ein tyrianischer Anführer sterben soll. Und, habt ihr herausgefunden, was Garlet hier gemacht hat? Sie studierte Leylinien, aber keine Ahnung. Haltet aus! Oh, Herrje! Was ist los? Da gab es noch ein Nachbeben. Hey, seht euch das an! Da ist ein Durchgang hinter dem Regal. Was? Geht mir aus dem Weg! Lasst mal sehen! Beruhigt euch, der Boss geht als erstes. Na gut, aber macht schnell! Komm, Frostbeißer, wir gehen. Und so obliegt es Mala, den geheimen Raum hinter dem Schrank zu erforschen. Dahinter findet sich ein Sammelsurium an Dingen, wie ein Buch über die Region hier oder Aufzeichnung von Varesh Ossa, einer elonischen Feldherrin. Am interessantesten ist aber eine Karte, auf der ein Ort im Südwesten verzeichnet ist. Dieser Ort ist nur durch den Geheimgang erreichbar, den Scarlet hier gegraben hat oder hat graben lassen. Die Gefährten dringen in den Gang vor, der in der Zwischenzeit von Spinnen bewohnt wird. So gelangen sie aber am anderen Ende wieder ins Freie und es zeigt sich, dass hier noch andere Kreaturen leben. Ein Stamm von Zentauren hat sich hier niedergelassen und diese hier sind friedlich. Vielleicht haben wir in der Zukunft noch mehr mit ihnen zu tun. Für den Moment folgen Mala und Ivia aber erstmal Scarlets Karte. Der Weg führt durch staubige, trockene Canyons weiter nach Westen. Aber hier bricht ein Fluss an die Oberfläche und das Wasser begründet eine kleine Oase. In dieser Oase haben der Zentaur Asa Sanfthuf und der Skrit Nipkit eine kleine Farm gegründet. Beide sind in ihren Gemeinschaften nicht mehr willkommen und so hat sich das ungleiche Paar hier zusammengetan. Die beiden erlauben es, hier Feld abzuernten und das hier ist ein guter Tipp, wenn man als Daily Zutaten hier sammeln muss. Azar berichtet von Rankenbrücken, die man wachsen lassen kann, um den Abgrund voraus zu überwinden. Allerdings wird das Tal von Pflanzenkreaturen gehalten, die erst beseitigt werden müssen. Mala und Ivia schlagen natürlich sofort zu und dezimieren die Gegner. Gut, geschafft! Wir sind diese Stelle, beschützt sie, klar? Anschließend kann Nipkit die Rankenbrücken wachsen lassen. Ich fühle mich besser! Besser, ja! Danke! Das ermöglicht Mala und Ivia, das auf Scarlets Karte markierte Ziel weiterzuverfolgen. Sie finden immer wieder Spuren von Scarlets Aktivitäten im Sand und können so auch eine Höhle lokalisieren, in der sich ihr Ziel befindet. Die Inquestur hat offenbar schon die Untersuchung aufgenommen und reagiert mit der üblichen Freundlichkeit auf die Neuankömmlinge.
Aber was hier gefunden werden kann, ist wirklich unglaublich. In dieser Höhle sieht man mit eigenen Augen eine Leylinie. Das hier war Scarlets großer Durchbruch. Es dauert auch nicht lang, bis die anderen Gefährten eintreffen. Ich bin so froh, dass ich... Ist ja unglaublich hier. Und es wimmelt vor Fieslingen. Die Inquestur ist hier. Mit der Inquestur werden wir fertig. Los, räumen wir auf. Wartet, Rox. Seien wir schlau. Hier sind bestimmt Sicherheitsvorrichtungen. Sie sind vermutlich nicht aktiv, aber wenn wir sie reaktivieren, könnten wir sie nutzen. Oh, können wir die Kerle nicht auf gute altmodische Art loswerden? Könntet ihr, aber sie wären gleich wieder da. Scarlets Sicherheitssystem schützt den Bereich vor künftigen Angriffen. Macht mir den Weg zur ersten Konsole frei. Gut, dann folgen wir Timies Plan und nutzen Scarlets Sicherheitsvorkehrung. Die erste Konsole befindet sich nur wenig vom Eingang entfernt. Die Inquestur macht sich auch schon daran zu schaffen, kann aber schnell verscheucht werden. Dann fängt Taimi ihre Arbeit an der Konsole an. Überbrücke Zugriff. Aktiviere manuelle Steuerung der... Oh, Schockwaffen. Klasse. Alles gut. Bitte sehr. Brutzelt die Inquestur mit der Konsole. Das Ding fliegt uns jetzt nicht um die Ohren, oder? Blödsinn. Die Gefahr ist winzig klein, unerheblich. Etwa... Ach, 53%. Ich hab uns als nicht feindlich gekennzeichnet. Na gut. Brutzeln wir ein paar Inquesturlinge. Maler übernimmt daraufhin die Kontrolle über die Schockwaffen. Wie man sehen kann, bekommt sie dadurch einen neuen Skill, mit dem ein Bodenziel definiert werden kann, wo die Waffen hinschießen. Die Waffen richten verheerenden Schaden an der Inquestur an, aber das hält die Asura-Crew nicht auf. Wie Lemminge stürzen sie immer wieder heran und werden immer wieder vernichtet. Und dann ist es plötzlich vorbei. Ihr habt sie alle. Wenigstens die, die man sehen konnte. Es gibt noch eine andere Konsole. Die müssen wir auch aktivieren. Gehen wir. Euch macht das hier Spaß, stimmt's, Timmy? Mit Scarlets brillanten Apparaten? Auch wenn's nur erste Entwürfe sind, Inquesturplätten? Klar macht mir das Spaß. Dann machen sich die Gefährten auf den Weg zur nächsten Konsole. Auch an dieser Konsole ist ein kleiner Trupp Inquestur zur Verteidigung postiert. Allerdings kann der unsere Gefährten nicht lange aufhalten. Und dann macht sich Timmy über die Konsole her. Die ist etwas komplizierter. Aber nicht so, dass ich sie nicht knacken kann. Ist heute mein Geburtstag? Die hat Verbindung zu einer der Dampfwesen. Dum-di-dum und tada! Jetzt habt ihr volle Kontrolle. Bei schwerem Schaden werdet ihr rausgeworfen. Aber das Selbstreparaturprotokoll sollte das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ich will es ausprobieren. Nicht ihr! Das ist nur für den Boss. Dann übernimmt Maler die Dampfkreatur, die mitten unter der Inquestur steht. Wie man sehen kann, ist die Dampfkreatur mit wenigen, aber potenten Waffen ausgestattet. Diese kann man gegen die Inquestur-Crew einsetzen. Die Dampfkreatur verfügt auch über eine Menge Lebenspunkte und braucht die auch. So kann Maler die Inquestur von hier vertreiben, bis Taimi sich meldet. Ihr seid ein Naturtalent. Aber ich glaube, wir haben noch eine Konsole vor uns. Bringt mich hin und die Sache ist geritzt. Ich muss sagen, das steht euch gut. Beeilen wir uns. Die Inquestur gibt nicht so leicht auf. Die werden einen Gegenangriff starten. Bereiten wir uns vor. Hoffentlich sind nach der dritten Konsole Scarlets Sicherheitsvorkehrungen endgültig aktiviert. Das genügt. Die letzte Konsole wird auch von einer kleinen Inquestur-Crew verteidigt. Kaum, dass man diese beseitigt hat, macht sich Taimi auch gleich wieder an der Konsole zu schaffen. So, das war die letzte. Jetzt wird Scarlets holographische Abwehr aktiviert. Wenn es soweit ist, wird alles hier drin getötet. Euch ist schon klar, dass wir auch in die Kategorie alles fallen, oder? Keine Sorge. Ich kann dem System sicher beibringen, dass es unsere Umrisse als Verbündete erkennt. Dauert halt etwas. Vergesst etwas. Die Inquestur greift an. Ein Haufen Inquestur. Timmy, macht so schnell ihr könnt. Wir verschaffen euch Zeit. Die Inquestur hat natürlich mitgekriegt, was Taimi hier vorhat und versucht alles, um sie daran zu hindern. Sie werfen alle verfügbaren Asura und Golems in die Schlacht, um die Gefährten von der Umsetzung ihrer Pläne abzuhalten. Das führt zu einer längeren Auseinandersetzung um die letzte Konsole, bei der immer wieder Feinde hereinteleportiert werden. Insbesondere weil die Golems gern zurückschleudern und generell hier wenig Platz ist, ist der Kampf durchaus anstrengend.
aber schließlich kann Taimi doch ihre Arbeit abschließen. Also gut, Abwehr wird aktiviert. Seid ihr absolut sicher, dass uns das nicht umbringt? Absolut, mit solider 53%iger Sicherheit. Ich höre wohl nicht recht, vielleicht solltet ihr... Das ist wunderschön. Und wir leben noch, das ist ja mal was. Natürlich leben wir noch. Es war ein Scherz mit den 53%. Es waren eher 78. Wunderbar. Sieht aus, als würden wir einige Zeit lang die Einzigen sein, die hier drin rumlaufen. Großartig gemacht, Taimi. Ich weiß. Wo sind wir hier? Das ist eine Höhle. Ihr wisst, was ich meine. Naja, es scheint ein Leylinienknoten zu sein. Und ehe ihr fragt, da treffen sich mehrere Leylinien. Scarlett hielt es für so wichtig, dass sie hier ein Labor einrichtete. Die Verderbnis des Pflanzendrachen ist eingedrungen. Ja, das ist beunruhigend, aber verständlich, denn Drachen verzehren Magie. Sie fühlen sich zweifellos zu Leylinien hingezogen, wie Spinnen zu den Fliegen in ihren Netzen. Das verheißt nichts Gutes für Wegmarken. Nein, ich fürchte nicht. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Ich arbeite an einer Lösung. Ich habe das asurische Wegmarkennetz angezapft, um zu sehen, welche Wegmarken gestört werden. Es geht viel weiter, als ich dachte. Wie weit denn? Nun, zum Beispiel benehmen sich die Wegmarken in Fort Concordia und Fort Salma sonderbar. Wenn es die Tentakel des Drachen sind, und ich vermute, so ist es, dann ist das recht weit weg. Bei anderen gibt es auch Störungen, aber bei den beiden ist es am außergewöhnlichsten. Interessant, dass beides Festungen sind. Ich finde, das sollte man genauer betrachten. Ich will mit eigenen Augen sehen, was es damit auf sich hat. Teilen wir uns doch auf. Rox und ich übernehmen Concordia, ihr zwei geht nach Fort Salma. Und grüßt eure Schwester. Großartige Idee. Ich würde gern Zeit mit Belinda verbringen, sie besser kennenlernen. Ihr könnt betteln, so viel ihr wollt. Ich gehe nirgendwo hin. Ich muss hier bleiben und meine Forschung weiterführen. Und damit basta. Ich bettle nicht. Komm, Brian, wir gehen. Damit sind die Aufgaben für die Gefährten verteilt. Der Leylinienknoten ist für die Forschung gesichert. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Episode. In der nächsten Episode werden wir die Geschehnisse in den Forts Concordia und Salma untersuchen und auch genauer herausfinden, was Scarlett hier an diesem Leylinienknoten untersucht hat. Mein Dank geht wieder an Ivia für ihre Unterstützung bei diesen Abenteuern. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da oder wenn ihr mehr wissen wollt, abonniert den Kanal. Ich freue mich auch sehr über Hinweise, Anregungen und Kritik in den Kommentaren. Gleich spielt noch die vollständige Aufnahme von Scarletts Aufzeichnung. Aber bis zum nächsten Mal verbleibe ich, euer Mr. Jacer. Macht's gut! Holomagie ist erstaunlich. Ich nutze sie zur Aufzeichnung meines Lebens, meiner Fehlschläge und meiner Erfolge. Gelehrte der Zukunft werden sie studieren. Seid ihr da draußen, Gelehrte? Ich bin hier, Scarlett. Ich bin hier. Kann das sein? Meine Güte! Meine Kontakte zu den Schaufeln auf dem Schwarzmarkt sind nach wie vor nützlich. Für ein wenig Gold verkaufen sie mir ihren Eisenschrott, aus dem ich meine Dampfminotauren baue. Ich habe eine Stelle als Laborhelferin bei Omad ergattert. Einem klugen, aber insgesamt zu sanften Asura. Den sollte ich um meinen kleinen Finger wickeln können. So funktioniert das also. Heute werde ich 16 Zyklen alt und zur Feier des Tages habe ich mein erstes Dampfportal mit Dampfminotauren getestet. Die letzte Fuhre kam tatsächlich in einem Stück durch. Heute zeigte ein Dampfhirn einen Hauch von Intelligenz, als es eines der Portale studierte. Faszinierend. Eins von drei Dampfwesen überlebt meine Portale nicht. Ich muss eine Lösung finden. Scarlett, was ist euch nur passiert? Ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, selbst durch eins meiner Portale zu reisen. Erst muss ich den Formresonator verstärken. Möglicherweise habe ich ein neues, fühlendes Wesen erschaffen. Meine Dampfhirne ahmen meine Bautechniken nach und entwickeln ihre eigene Version des Dampfportals. Es ist spannend. Ich habe endlich den Schritt vom Dampf zum Äther gemacht und ich habe meine erste Portalreise unternommen. Omad ist auch der Meinung, dass ich bereit bin für den Apparat, der meinen Geist öffnen soll. Morgen ist der große Tag. Ich habe alles gesehen. Ich habe die ewige Alchemie gesehen. Schraddel,
Log-Eintrag. Ich habe meinen Mentor Omad getötet. Ich bin niemandes Laborratte. Der Leninenknoten existiert tatsächlich. Ich habe ihn gefunden und bereite mich auf sein Studium vor. Ich habe mir mit einem Teil von Omads Gold einen Raum in Wohlstand geleistet. Ja, ja, ich verstehe. Die Dampfhirne erweisen sich als einfallsreich. Wenn man sie bedroht, bauen sie aus allem, was sie finden können, Dampfminotauren. Ich habe die meisten meiner Dampfwesen-Prototypen per Portal nach Lanas Pass und in die Brisbane-Wildnis geschickt. Ich brauche sie nicht mehr.